Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zur Total War Warhammer 2 mit den Echsenmenschen. Ja, Mensch, einige Zeit ist es her und hat sich auch vieles getan. Wir spielen nach wie vor den letzten Verteidiger. Ich wollte jetzt nicht unbedingt wieder etwas beginnen, was ich dann abbreche. Musste natürlich aufgrund der Zeit ein neues Spiel starten, hat sich im Laufe der Zeit vieles verändert. Es ist ein neues DLC nämlich mit rausgekommen, unter anderem in Total War Warhammer 2, und das sind die Gruftkönige. Ja, die Tombs. Und natürlich noch einen kleinen Unterschied besitzen wir gegenüber dem normalwertigen Let's Play, Freunde, auf YouTube, denn ich bin live auf Twitch. So, deswegen kann es natürlich hier auch zu ein paar Erneuerungen kommen. Ich finde zurzeit die Zeit eigentlich im Großen und Ganzen nicht mehr, um diese ganzen Folgen oder die Let's Plays zu rendern. Ein Video braucht einfach zu lange. Ich bräuchte dafür halt entweder ein neues System oder halt einen Zweit-PC. Aber im Großen und Ganzen, denke ich mal, sollte es doch auch über ein Live-Let's Play in dem Sinne auf Twitch laufen. Gut. Wir befinden uns im 32. Zug, anders als in dem alten Spiel, da waren wir am 31. Zug und sind auch sehr gut vorangekommen. Der Schwierigkeitsgrad hat sich nicht geändert, wir spielen nach wie vor auf schwer. Ich habe derweil den guten Krogar, den Saurus habe ich nicht weitergespielt. Ich habe die Kampagne auch nicht beendet. Ich weiß wohl, was halt geschieht durch die Rituale und Co. Natürlich, einen geschichtlichen Spoiler gibt es auf meiner Seite. Aber natürlich nicht für euch. Und das werde ich euch auch nicht verraten. Denn ich weiß ja auch nicht, wie es halt mit den Echsenmenschen weitergeht. In der ganzen Zeit habe ich natürlich auch mal ein bisschen den werten Magier Master Mundi gespielt. Der olle Hexo da oben in der Ecke, um den werden wir uns dann auch später noch kümmern, aber ich denke mal, gehen wir erstmal unser Reich durch. Wir haben natürlich ein paar Provinzen erobert, wir haben nach wie vor, auch wenn die Gruftkönige mit dazugekommen sind, das große Problem der Skaven, die wir natürlich im Laufe der Zeit jetzt weiterhin dezimiert haben. Wir haben ein gutes Goldeinkommen. Unsere Schatzkammer ist gefüllt und wir müssen uns auch gleich direkt um unsere Einheiten kümmern. Ich würde sagen, bleiben wir bei den Einheiten. Der Krogar ist aktuell Stufe 14. Wie ihr seht, er hat noch seine besondere Aufgabe und alles mit dabei. Er reitet schon auf seiner Kampfechse und bin auch natürlich fleißig dabei, der Infrastruktur die besonderen Gebäude hochzuziehen, um an mächtige Einheiten dran zu kommen. Natürlich, der Kernbestandteil unserer Armee ist natürlich Sauruskrieger, einfach aufgrund dessen, weil der Krogar natürlich einen verringerten Unterhalt zahlen muss für die Sauruskrieger. Sie sind für die Schlacht geboren und wir müssen jetzt mal gucken, das Grippennest bin ich ja nach wie vor am Ausnehmen. Und das werden wir auch weiterhin ohne Probleme machen, denn unsere Rattenfreunde haben uns nichts mehr entgegenzusetzen. Ich hatte natürlich auch jetzt in der neuen Kampagne wirklich schwierige Gefechte, aber zum Glück alle gemeistert. Wir hatten jetzt noch keinen Verlust. So, wir sind Stufe 15. Damit geht es auf den Grimlock. Eine uralt mächtige Monstrosität. Da seht ihr es. Ich weiß nicht, ob ich es euch im alten Spiel schon mal gezeigt habe. Jetzt hat er keinen Raptor mehr, sondern er reitet echt auf so eine Art T-Rex. Das ist halt unglaublich stark. Und werden uns hier dann auch im Laufe der Zeit dann gegen die Skaven durchsetzen. Der Plan war ja wie folgt, dass ich mich weiter im Süden ausbreite und dass wir dann hoch in den Norden gehen. Natürlich durch das Kräfteverhältnis der Gruftkönige. Hier sehen wir ja schon mal ein paar. Ist das jetzt ein wenig anders. Die Gruftkönige sind wirklich stark. Das muss man ihnen einfach so lassen. Es ist eine sehr, sehr starke Fraktion, wenn nicht sogar die stärkste aktuell in DLC. Und ich bin gespannt, wie wir mit unseren Echsenmenschen da durchbrettern können, wenn uns das überhaupt möglich ist. Anders als im Let's Play vor einiger Zeit bin ich einfach doch mal unseren Kontinent nach oben
gereist. Diesmal nicht Richtung Mastermundi, das werden wir gleich machen, sondern hoch zu den Hochelfen, um natürlich weiterhin nach wie vor die Schätze zu erbeuten. Das ist ja der Schlüssel zum Sieg in Total War Warhammer 2. Und da werde ich auch nach wie vor weiter festhalten. Bonuserfahrung von 2500 Gold, das ist, ja, auf jeden Fall nicht verkehrt. Wir nehmen natürlich einen starken Nahkämpfer. Und sieh mal einer an. Die Puppen des Chaos wollen natürlich von Lotharon. Ja. Von den Hochelfen das Ritual unterbinden. Das werden sie höchstwahrscheinlich nicht schaffen. Wir sind ja auch kurz davor, das Ritual dann auch anzufangen. Das werden wir dann machen, wenn wir die nächste Armee hochziehen. Gehen wir mal eben kurz unsere Provinzen durch. Wir haben den Dschungel der Götter. Das hatte ich vor, ich glaube, 3 Runden erobert. Wir müssen natürlich aufpassen auf die öffentliche Ordnung, weil wir es ja im schweren Modus spielen. Das Königreich der Bestien läuft bis dato sehr gut, auch wenn unsere Korruption komischerweise nach oben geht. Ich weiß nicht, welche Ratte sich hier mit eingeschleust hat, aber ich glaube, das kommt auch vom Goldenen Turm. Das gehört nämlich, ja, den Skaven, und da ist ja, ne, in dem Sinne nur so eine kleine Grenze hat durch den Dschungel, bekommen wir natürlich die Skaven-Korruption mit dran. Ansonsten alles beim Alten. Wir warten auf Bevölkerungsüberschuss und Co. Also, dann haben wir natürlich die Mangrovenküste. Da habe ich es immerhin geschafft, die öffentliche Ordnung zu stoppen. Wie ihr seht, ich bin ja auch fleißig dabei, weiterhin an mehr Gold ranzukommen. Natürlich dann auch die öffentliche Ordnung wieder ins Plus zu treiben. Hier wiederum, weil wir angrenzendes Gebiet nicht mehr zu den Skaven haben, lässt die Korruption schon nach, wo ich ehrlich gesagt sehr froh drüber bin. Aber nun gut, nächste Runde. Diesmal wird es auch natürlich selbstverständlich ein bisschen anders laufen, aufgrund dessen, weil ich habe jetzt nicht mehr die Möglichkeit, ganzen Ladesequenzen rauszuschneiden. Dafür brauchen die Ladesequenzen im Livestream natürlich nicht mehr allzu lange. Ah, Clan Moors ist nämlich da oben im Goldenen Turm. Da bin ich ja mal gespannt. So, Arkan, der Schwarze. Ja, der will natürlich ein militärisches Bündnis. Das Problem ist einfach, wir können den Gruftkönigen oder den Tombs nicht trauen. Er ist sehr aggressiv, er hat zwar einen hohen Stärkerang, das ist natürlich nett. Er ist aber unzuverlässig. Er ist natürlich, mag nur die Wüste, er mag große Reiche und macht es alles. Das ist interessant. Wir werden ihn aber dennoch nicht im militärischen Bündnis begnügen hier. Oder in dem Sinne uns mit ihm einlassen. Oh, die Festung der Morgendämmerung kommt um die Ecke. Das ist auch interessant. Ich habe natürlich, wir müssen gleich mal in der Diplomatie gucken, einige, Zattlern. Zlatlan wird angegriffen. Oh Gott, diese ganzen Wörter wieder, ne? Müssen wir halt mal gucken. Das ist interessant. Ach, er haut jetzt ab, okay. Ja, dann komm halt mal um die Ecke. Ein Skaven-Freund, hast du keine Chance. Sammel mir bloß nicht den Schatz weg. Ja, es ist, wie gesagt, einige Zeit her. Dennoch habe ich das Interesse nicht daran verloren. Gerade weil ich ja mit dem Michael, mit einem guten Freund, angefangen habe, wieder Koop zu spielen, gerade durch das neue DLC, die Gruftkönige. Und dachte mir, komm, hör mal, du hast damit angefangen, spielst doch mal zu Ende mit den Echsenmenschen, also mit Krokar und seiner Horde. Ja gut, die Puppen des Chaos werden, wie gesagt, keine Chance haben, das Ritual können wir auch nicht unterbrechen. So, Technologie erfolgreich, ja, perfekt. Kommen wir zum Technologiebaum. Wir haben natürlich unsere Saurus-Krieger so gut wie es geht verstärkt. Da geht natürlich noch einiges mehr. Aber nichtsdestotrotz, sie sind schon gut auf dem Weg. Wir haben natürlich auch die Tafel des Handwerkers und Co. natürlich jetzt ausgebaut für weniger Baukosten. Und jetzt geht es natürlich darum, was nehmen wir mehr? Bewegungsreichweite auf der Kampagne ist natürlich super. Wiederum Rekrutierungskosten und Erfahrungs, in dem Sinn die Einheitenerfahrung für die neuen Rekruten, ist auch nicht verkehrt. Wir nehmen aber die Tafel des Krieges erstmal. So, jetzt werden wir auch hier kurz einen Prozess machen mit Krokar. Und zwar werden wir hier nochmal mit dem automatischen Gefecht einmal durchhauen. Und werden dann auch das Gebiet besetzen.
Sehr schön. Eigenschaft erhalten Henker. Das finde ich prima. So, das Grippenest gehört uns. Ja, die Brutteiche brauchen wir hier nicht. Können wir abbrechen. Was ist jetzt mit dir? Und zwar, weil du hast keine Heimatregion mehr unter Kontrolle und deswegen hast du einen Verschleiß. Und das ist auch nur ein Zauberer. Das heißt, das ist auf jeden Fall in dem Sinne Ende im Gelände. Da wird er sich nicht mehr von erholen. Gut, wie machen wir denn hier weiter? Wollen wir jetzt einmal wirklich drumherum reisen und die Welt erkunden? Könnten wir ja machen. Was soll uns davon abhalten? Schauen wir uns noch ein bisschen um. Die Hochelfen sind ja ein sehr stolzes und mächtiges Volk. Ich bin mal gespannt, wenn wir später, 5000 Gold, uns mit denen betteln. So, ansonsten, was können wir noch? Ja, das ist super. Der Tempel der Schädel kriegen wir weiter nach oben. Das ist sehr, sehr wichtig. Und einmal Goldene Tempelstraße auf Stufe 3. Oh, wir haben ja das Gold. Das ist nicht das Problem. Ich bin gerade am Überlegen, obwohl ich glaube, wir warten noch ein bisschen. Es sei denn, wir haben jetzt einen guten Führerschaft aller Einheiten der Armee. Ist okay. Es geht natürlich auch ein bisschen besser. Ja gut, Kampagnen, Sichtfeld und Chance auf magische Gegenstände plus 15%, das ist nicht verkehrt. Das ist schon ein netter Bonus oder die Bewegungsreichweite auf der Kampagne für unsere Hornnacken, Veteranen. Dann könnten wir nämlich schon mal rekrutieren. Wir machen nämlich aktuell 4000 plus und das ist eigentlich schon fast eine halbe Armee. Da können wir halt ein bisschen rekrutieren. Lass mich überlegen. Lass mich überlegen, weil das Kampagnen-Sichtfeld, das ist schon nicht verkehrt. Und die magischen Gegenstände, da können immer ein paar tolle Sachen dabei sein, worum wir uns auch kümmern sollten. Ist halt schwer. Natürlich noch eine erhöhte Führerschaft ist wirklich extrem gut. Gerade die Sauruskrieger sind ja eigentlich unerschrockene Bestien. Wenn die bekommen, dass sie Krieg führen sollen, dann gehen sie auch erst aus der Schlacht raus, wenn der Feind niedergemetzelt worden ist. Deswegen, ich glaube, wir werden zuversichtlich nehmen. In der Schlangenküste. Achso, Mission erfolgreich, rekrutiert einen Kommandanten. Sehr schön, kriegen nochmal uralte Tafeln. Gesegnete Brut haben wir keine. Dafür haben wir aber die Möglichkeit, ja, da müssen wir uns jetzt leider noch ein bisschen gedulden, haben wir den Ritus gerade. Ja, Ritus der, ja, des Urtümlichen. Das hier hätte ich lieber. In 9 Runden hätten wir den erst. Okay, schade. Müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Gut, gut, gut. Mission, was haben wir noch? Genau, die folgende Schlacht. Damit kriegen wir dann den Speer. Unterhaltet mindestens 24 Einheiten. Ja, erobert und besetzt die folgende Siedlung. Der Goldene Turm ist direkt hier um die Ecke. Das werden wir noch machen. Schließt ein Handelsabkommen mit der folgenden Fraktion Bogenschützen von Orion. Mit denen habe ich sogar ein militärisches Bündnis geschlossen. Ritual der Voraussage. Ja, und errichtet folgende Gebäude. Werden wir auch noch machen. Also alles im Laufe der Zeit. Wir lassen uns Zeit, uns drängt nichts. Bis auf das Ritual, es ist ein gewisser Zeitdruck da. Ja, und die Puppen des Chaos war ein leichtes Ziel für die Hochelfen. Ihren Pfeil um Bögen zerteilt. Nun gut, Festung der Morgendämmerung will, glaube ich, die Skaven jetzt noch vernichten. Sei denn, sie möchten mit uns Krieg haben, was ich jetzt nicht glaube. Ich denke mal, eher... Er möchte nur eins. Es ist ihn vernichten. Wir können ihn auch einfach erstmal getrost ignorieren, weil was soll er halt anderes machen? Außer vielleicht noch für ein bisschen Unruhe sorgen. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch in Reichweite ist. Wir könnten ihn auch niederstrecken. Die Orks nach wie vor da oben in ihren Bergen kämpfen gegen die Zwerge. Und es sind ja so oder so einige Updates jetzt im Laufe der Zeit gekommen, wo man auch sagen muss, meine Güte, es wurden nochmal die Einheiten angepasst, die Werte wurden verändert, das ist schon eine coole Sache. Gut, 4 Runden. Na gut, das ändert jetzt nichts daran, dass wir schon mal rekrutieren könnten. Ja, der Unterhalt ist natürlich saftig, aber nichtsdestotrotz, es ist die Frage, 8 Runden sind halt eine lange Zeit. Das ist eine lange Zeit. Deswegen würde ich sagen, wir rekrutieren schon mal.
Wir fangen an erstmal mit den Sauruskriegern mit Schilden. Natürlich werden wir nach wie vor unsere Armeen hier hin und her schicken. Ja, ich denke mal, wir kümmern uns darum, dann kann er nämlich abziehen wieder. So, es ist nur einer, deswegen entscheidender Sieg. Das war's, er konnte nicht mehr sich zurückziehen. Kampf gegen Skaven, Anhänger erhalten. Natürlich Feind im Kampf getötet und damit der Züchterclan vernichtet. Das ist super. So, dann würde ich sagen, stell dich nochmal hier oben rein, um ein bisschen die öffentliche Ordnung nach oben zu holen. Im Skillbaum. Ja, was hatte ich denn vor? Unverdorbenheit, lokale Provinz, werde ich noch einen Punkt reingeben, weil ich möchte gerne in Meister der Pein hinein, denn die Einheitenerfahrung und die lokale Rekrutierungskapazität ist mir wichtig. Wir haben natürlich unseren Priester noch mit dabei. Ich mag den Priester. Ich weiß nicht, irgendwie haben es mir die Skinks angetan. So, weiter nach Schätzen suchen ist auch noch ganz wichtig. Jetzt ist die Frage, nehmen wir mit? Wir nehmen ihn mit. Warum denn nicht? Vielleicht entdecken wir noch etwas vom südlichen Kontinent. Aber ich glaube, so mittig wie wir stehen nicht. Und es war auch die richtige Entscheidung, denn wir haben nochmal 10.000 Schatzmünzen bekommen. Wunderbar. So, du bist natürlich fleißig am Rekrutieren und ausbauen können wir auch noch ein bisschen. Nämlich mehr Geld. Und selbstverständlich, was haben wir hier? Ressourcenproduktion, Felle ist okay. Ich würde aber erstmal gerne ein Sammellager bauen. Hat den Grund, weil ich möchte gerne ziemlich schnell den Fortschritt, gerade in dieser Region hier, nach oben treiben. Also die Provinz soll ziemlich schnell hinterhergebaut werden. So, einmal Diplomatie. Wir haben einen Nicht-Angriffspakt und ein Handelsabkommen mit unseren Echsenkollegen direkt nördlich von uns. Wir wissen zwar noch nicht, was das bringt. Konföderation sagen sie natürlich noch nein. Ja, wie ihr seht, wir haben natürlich ein paar Menschen, die mögen uns nicht so wirklich. Die ganzen Gruftkönige, da gibt es aktuell nur einen, der uns mag. Und das ist, weil wir einem Krieg beigetreten sind gegen die Kemri. Und die mögen uns halt nun mal gar nicht. Alleine durch einen Krieg halt. Die sind halt ein bisschen weiter oben im Norden. Mit dem müssen wir uns noch nicht beschäftigen. Da hat uns unser Baumschmuser mit hineingezogen. Ich dachte mir, ja komm, können wir ja machen. Ansonsten könnten wir versuchen, noch mehr Handel zu treiben. Denn der Handel bringt uns ja auch gewisse Vorteile. Und da ist ja das reisende Volk ist, die Seefahrernationen handeln die natürlich auch sehr, sehr gerne. Sie werden, gehe ich mal davon aus, am Ende sogar ein Problem werden. Nach wie vor durch die Rituale, aber erstmals können wir vom Handel profitieren. Ah, was willst du denn? Ein Nicht-Angriffspakt möchtest du? Nee, das kriegst du natürlich nicht. Du hast Krieg gegen Kemri, das ist okay. Deswegen mag er uns, weil wir mit im Krieg gegen Kemri sind, mit den Waldelfen. Deswegen mit den Graubart hast du ein Problem und natürlich mit der Ritter der Flamme, wo du dich auch nicht durchsetzen konntest in dieser Kampagne. Die Ritter der Flamme haben immer noch die ganze Provinz und du hängst nur in der Hauptstadt fest. Nee, kriegst du eben nicht. Möchte ich nicht. Unzuverlässigkeit ist halt nun mal bei den NPCs ein teures Gut. Ja, man muss also wirklich drauf aufpassen. Die fallen einen sehr schnell in den Rücken. Eine Fraktion wurde vernichtet. Illyrion. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. So, was machst du? Achso, du reist jetzt von A nach B, okay. Ja, die schwarze Pyramide des Nagash. Ich meine, wir werden, denke ich mal, das neue DLC auch spielen. Gerade mit den Gruftkönigen, mit den Tombs. Aber erst, wenn wir das mit Krokka abgeschlossen haben. Uralte Tafeln, sehr gut. Wir könnten das Ritual, glaube ich, sogar fast dann machen. Und wir kriegen die nächste Aufgabe, und zwar die Hand der Götter. Ach, wie cool. Ein Zauber. Gut. Sollten wir uns drum kümmern? Ich glaube, lieber jetzt als irgendwann.
Deswegen gehen wir mal eben kurz unsere Einheiten durch. Der Krokka sieht ja soweit ganz gut aus. Wir müssen ihn gleich nur eben kurz rausziehen. Wir werden mit dir nach wie vor erstmal erkundschaften. Im Gleichgewicht der Kräfte hat sich natürlich nichts verändert. Die Ex-Menschen und die Hochelfen kämpfen immer noch für das Gute. Wiederum Nagaroth, in dem Sinne die Dunkelelfen und die Skaven für, ja, kann jetzt sagen, das Böse. Das Böse. So, ich hätte gerne 2 Saurus mit Schilden. Und dann wiederum, ja, im Großen und Ganzen können wir hier schon gar nichts verkehrt machen. Ich nehme noch mehr Saurus mit Schilde. Der Unterhalt der Einheiten ist ja reduziert auf 10%. Ausbauen können wir nichts, wir haben noch genug Gold. Dann würde ich doch vorschlagen, wir gehen jetzt wirklich in die Schlacht. Wir müssen nur gucken, gegen wen wir kämpfen. Wir fangen mit dem Speer an. Die feindlichen Streitkräfte. Ah, ist natürlich gemein, ne? Wir haben halt ein paar Speerschleudern und die haben eine Krüge. Oh, das ist nicht übel. Aber ich glaube, da können wir dennoch gewinnen. Das können wir. Deswegen werden wir es jetzt mal ausprobieren. Wir gehen mal eben nach draußen und werden uns dorthin teleportieren. Für den Speer. Ja, möchte ich. Da kostet uns natürlich ein bisschen Geld. Und wir müssen selbstverständlich das Gefecht selbst führen. Ich könnte wetten, dass wir das Gefecht schon mal gespielt haben. Deswegen, wenn das jetzt doppelt seht, tut es mir leid. Aber es ist auch für mich ein guter Einstieg, wieder reinzukommen in die ganze Mechanik. Wir sehen 3 Camps und dann zu guter Letzt ganz oben stehen die Dunkelelfen. Die wollen uns ja natürlich daran hindern, den Weg zum Brunnen der Zeit zu finden. Da müssen wir gleich mal schauen. Achso, wir müssen jetzt einfach das Gefecht starten, ne? Das war doch so. Das ist ja direkt so ein Zeitevent. Sehr schön, genau, und es geht auch, meine ich, direkt los. Genauso ist es nämlich. Dann werden wir jetzt einfach mal alle Truppen nehmen und dann voranschreiten. Und dann gucken wir mal, denn wir haben eine Viertelstunde Zeit. Bis dahin sollten wir es geschafft haben, hier einmal vorzupreschen. Ach süß, da ist ja sogar noch die Bombe, unser Priester. Der Tod von oben, ne? Felsen abwerfen. Das ist auch nicht schlecht. So, und dann haben wir natürlich dann auch schon direkt die ersten Gegner. Seid ihr Fernkämpfer? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, es sind Schatten, es sind Fernkämpfer. Dann kümmert euch doch bitte direkt mal darum. Zumindest du. Und du kannst da mitmachen. Ja, wir tragen Schilde. Wir werden natürlich Verluste erleiden. Aber ich denke mal, das ist schon im Rahmen des Machbaren. So, ansonsten würde ich sagen, ihr schreitet weiter voran. Ihr zwei, wo seid ihr denn? Ja gut. Helft ruhig hiermit aus. Oh, und da sind sie schon direkt im Gefecht. Das ist gut. Hauptkommandant im Gefecht, so sollte es sein. Achso, wir könnten natürlich auch ein bisschen zaubern. Ja, schießt du ruhig mal auf uns. Komm, schnapp sie dir. Boah. Oh, schön. Ja, es ist ein mächtiges Biest, das darf man nicht vergessen. Und du kümmerst dich darum, obwohl einen Zauber hätten wir ja noch. Dann fang doch einfach mal an. Können wir schon mal ein bisschen Schaden verursachen. So, wie steht's denn hier um die Kroxigore? Ihr seid ja noch mitten im Gefecht. Achso, die Schatten, ihr lauft weg. Ihr geht da noch mit rein. Ihr geht weiter nach oben. Ihr helft denen mal. Die Kroxigore sind natürlich extrem cool. Sind aber sehr anfällig auch gegen Schüsse. Das ist das andere Problem. Aber die ziehen sich schon zurück. Das ist super. Ihr bitte weiterhin nach oben.
Das passt soweit. So, jetzt müssen wir hier mal gucken. Du jagst die mal. Du gehst mal mit in den Nahkampf. Sonst haben wir hier nämlich ein Problemchen. Ja, okay. Die Seite hier sollte auf jeden Fall schon erledigt sein. Du hast die Munition aufgebraucht. Das ist okay. Dann kannst du weiter nach oben gehen. Oh, wir werden von oben beschossen. Es ist aber, denke ich mal, halb so wild. Da werden wir einfach die Truppen nehmen und dann nach oben marschieren lassen. Dann können wir halt da schon mal kämpfen. So, wie sieht's hier aus? Unsere Gegner fliehen. Ihr seid im Nahkampf. Das ist super. Du heilst dich mal bitte eben kurz. Du gibst denen den Buff und dann wirst du nochmal ganz fleißig hier deinen Zauber online sprechen, der daneben ging. Schade. Ich dachte, wir könnten es noch ein bisschen besser machen. Aber naja. So, ihr seid komplett vernichtet. Was ist mit dem Rest? Ja, der Rest ist schon am Wanken. Werden vernichtet. Das trifft sich gut. Oh! Haben wir Schatten. Da werden wir mal eben kurz drei Armeen abziehen. Mal gucken. Oh, da sind ein paar durchgedreht. So, und der Kommandant. Ja, der ist natürlich fleißig dabei, die Schatten aufzumischen. Ich meine, wir hätten auch andere Einheiten dafür abstellen können, aber ich meine... Wofür halt? Das klappt ja auch so wunderbar. So, ab nach oben mit euch. Ihr habt, ja, ihr habt wunderbar euren Auftrag erledigt. Könnt ihr hier oben über die Flanke jetzt noch gleich reingehen. So, sind die Schatten schon im Nahkampf? Leider noch nicht. Die Hauptarmee marschiert vorwärts, tötet sie. Ja, jetzt beginnt das Massaker, ne? Echsen gegen Dunkelelfen. Ah, die Sauruskrieger, das ist schon... Oha, böser Zauber. Das ist schon nicht verkehrt. Dann wollen wir mal. Mit Speere schön an die Flanke. Wir sehen ja, wo der Feind noch ist. Genau, du kannst ihn mal weiter hier aufmischen. Obwohl hier, Skinks, helft ihm doch mal. Geht doch ganz gut und fix, würde ich mal behaupten. So, wie sieht's hier aus? Du bist weiter mal aufmischen. Das ist super. Achso, und die kommen jetzt hier nochmal zurück, oder wie? Mach es doch mal bitte so und schlag die mal richtig in die Flucht. Jetzt habe ich oben nicht aufgepasst. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber das sollten wir dennoch hinkriegen. Ihr zwei nach da. Ihr kommt mal bitte hier hoch. Ihr seid schon im Nahkampf verbunden. Genauso wie ihr. So, die Speere werden jetzt einmal den Flanke reingehen. Oder am besten von hinten. Das mögen sie nämlich. Hier müssen wir aufpassen. Widrige Bedrohung, aber lasst euch nur eine. Ja. Nur eine Mannschaft daran binden. So, sehr gut. Das läuft doch schon mal. Ihr kommt bitte mit nach oben. Du räumst jetzt gleich mit in der Mitte auf. Die Kroxigore sind am, ja, schwächeln. Wir sind halt nicht so schnell. Und der Rest tut noch das, was er tun sollte, ne? So, verfolgt die ruhig einmal. Die haben schon Schiss. Die haben auch Schiss. Verfolgt sie bis zum Ende und tötet sie. Genau, und ihr lauft jetzt einfach mal hinterher. Oh... Ja, die Hydra ist natürlich jetzt ein kleines Problem. Aber das sollten wir dann noch hinkriegen. Die Echsenkavallerie werden wir jetzt richtig schön aufmischen hier. Oh, das sieht doch gut aus. Bindet sie alle im Nahkampf. Dann haben sie auch keine Chance, irgendwie davon zu kommen. Verluste werden wir definitiv erleiden, klar. Darum geht es ja nicht. Es geht nur darum, halt zu dominieren. Ich meine, wir mussten jetzt auch eine andere Taktik wählen als sonst. Aber ihr bleibt bitte auf dem drauf. Oh, Kroxigore. Einfach mal durch da. Ihr kümmert euch mal bitte hier oben um die Bian-Kämpfer. Ah, da rasten sie schon aus. Wollte ich eigentlich vermeiden, aber... Dicke Hydra hier. Aber unsere Echsen sind tapfer. Ne? Schaut euch die Führerschaft an. Oh. Werden wir hier in den Kampf gebunden. Von hinten werden wir angegriffen. Das ist unangenehm.
So, ihr kümmert euch um die, ihr kümmert euch um die. Ihr könnt ruhig weiter auf den Kommandanten. Und schön weiter einmal durch. Und die werden wir mal hier an den Rand des Wahnsinns treiben.